Und Action! Cut! Etage TV! Herzlich willkommen und viel Spaß bei unserem Filmprojekt Deine Tat, unser Schaden. In Ulm gab es 2015 1149 Fälle von Ladendiebstahl. Das sind 14,2% mehr als noch im Vorjahr. Dadurch entstand im Einzelhandel ein Schaden von mehr als 1 Million Euro. Stellvertretend für große Unternehmen und Firmen haben wir zum Thema Ladendiebstahl Herrn Müller in der Zentrale besucht. Guten Morgen, Herr Müller. Unsere erste Frage wäre, was ist Ihr erster Gedanke bzw. Ihr erstes Gefühl, wenn Sie von Diebstahl hören? Mir tun die Leute leid, dass sie sowas machen und dass sie sich da schon ihre Zukunft verbauen. Wenn wir sie erwischen oder auffindig machen, machen wir jeden Diebstahl zur Anzeige. Und können Sie Diebstahl manchmal nachvollziehen? An und für sich nicht. Bei vielen ist es oft Hobby, bei manchen ist es einfach eine Mutprobe und bei einem ganz großen Teil ist es einfach an billige Ware zu kommen, die wohl zum Teil wieder im Internet verkauft wird. Und haben Sie selbst schon mal etwas geklaut und wenn ja, was? Nein. Ja gut, früher in der Schule, da haben wir schon mal Äpfel vom Bauern vom Baum runter, wenn man so sagt, geklaut, das haben wir schon gemacht. Welche Folgen hat Ladendiebstahl in einem Ihrer Läden für den Täter? Ja gut, er bekommt eine Anzeige und bekommt Hausverbot. Wie er verurteilt wird, da haben wir keinen Einfluss. Wie hoch ist der Schaden in Ihrem Unternehmen jährlich durch Diebstahl? Der circa 50 Millionen. Okay. Was wird besonders häufig geklaut? Das sind Parfümartikel, Rasierklingen, die wo halt werthaltig sind. Also meistens im Parfümeriebereich. Wird in Ihren Läden besonders von einer bestimmten Personengruppe geklaut? Ja, das sind zum Teil schon fast Banden, kann man sagen, die wo mit 2, 3 und 4 Leuten kommen und das profihaft machen. Gibt es eine Filiale in Ulm, bei der besonders geklaut wird? Ach, das kann man die Hand rumdrehen, das ist fast überall dasselbe. Da es uns interessiert hat, was verschiedene Menschen über Diebstahl denken, waren wir für Sie in der Ulmer Innenstadt unterwegs. Haben Sie schon einmal etwas geklaut? Wenn ja, was? Nein, ich bin total der nette Bürger. Ich habe noch nie was geklaut. Schokolade. Nein. Nee. Als Kind, glaube ich, Süßigkeiten mal, die ich nicht bekommen habe von meiner Mutter. Nein, noch nicht. Ich probiere es später vielleicht. Wenn ich habe kein Geld. Ja. Ein Gummischwein, als ich 4 Jahre alt war. Geklaut? Ja. Nein, warum? Nur so, ich meine... Ich bin eine gute Mann. Ja, das sage ich doch gar nicht, aber das ist warum, ich denke, du denkst... Wir fragen das jeden. Du denkst, ich habe etwas geklaut. Nein, ich bin eine gute dann. Mann. Ich bin eine Familienmann. Okay. Ja, ich kann nicht das machen. Es tut mir leid. Aha, andere auch nicht Frage. Auch nicht als Kind oder so? Als Kind? Nein. Wurden Sie schon mal beklaut? Auch noch nicht. Gutes Karma. Das war damals mein Handy und das habe ich nie wieder gesehen. Ja, mir wurde in Bulgarien auf der Abi-Reise mein Handy und mein Geldbeutel geklaut. Mir wurde in der Umkleide von der Schule mal auch mein Handy geklaut. Ich glaube noch nichts. Doch schon mal Geld. Ja. Ja, mein Handy und einmal 45 Euro. Nee, bislang noch nicht, glaube ich. Was würden Sie tun, wenn Sie einen Diebstahl beobachten? Na, kommt drauf an, was für einen. Also, also wenn ich natürlich sehe, wie einer, was ich in den Laden einklaut, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, hinterherzulaufen irgendwie oder den Detektiv im Laden zu informieren. Und sonst halt, ja, wie gesagt, versuchen, den Diebstahl aufzuhalten, soweit es geht. Also nicht nur dumm rumstehen und nichts tun, sondern schon was dagegen machen. Ich glaube, ich würde die Person darauf aufmerksam machen und dann würde ich es aber auf jeden Fall auch der Polizei melden, falls die Person selber es nicht machen möchte. Der Polizei, ja. Sie rufen die Polizei. Genau, ja. Und würden Sie vielleicht auch hingehen und den... Nein, ich bin ja genau, weil das macht Stress. Ja. Polizei, genau, immer. Ja. Ich habe keine Zeit dafür. Okay. Ja. Ja, anzeigen oder versuche sogar den Dieb zu halten.
Durchschnittlich werden täglich in Ulm ca. 3 Schwarzfahrer erwischt. Bei der SWU haben wir uns mit einer Kontrolleurin und dem Vorsitzenden über den Alltag des Busunternehmens unterhalten. Außerdem gab es 458 Fälle von Beleidigungen und 858 Fälle von Sachbeschädigung. Hallo Herr Zelder und Frau Salzer. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Haben Sie schon mal eine bedrohende Situation erlebt? Ja, viele. Also es gab bei uns schon Rippenbrüche, es gab blaue Augen, es gab Platzwunden, es gab Schulterauskugelungen, ja, sehr viele, es sind sehr viele Übergriffe auch da. Es gibt aber auch sehr viele liebe Fahrgäste. Gibt es eine Altersklasse, zum Beispiel fahren eher Jugendliche schwarz oder ältere Menschen oder Frauen oder Männer? Also es kann man im Allgemeinen gar nicht genau festlegen. Am schlimmsten, wenn man es so nennen kann, sind die Eltern von den Kindern, die ihre Fahrkarte vergessen haben, weil die weigern sich gern, die 7 € zu zahlen und engagieren dann noble Anwälte, die wegen 7 € dann einen Aufstand machen. Gibt es ein System, wo die Busse kontrolliert werden? Es gibt kein System, wo die Busse kontrolliert werden. Die Prüfer können das selbst entscheiden im Laufe des Tages. Also es ist so, dass Prüfer auch schon gemerkt haben, wenn da Schwerpunkte sich entwickeln, dass sie das selbst machen. Ein Beispiel kann ich nennen, das ist die sogenannte Kindergartenmafia in Ludwigsfeld. Da sind es sehr viele Damen, die ihre Kinder zum Kindergarten bringen und zurückfahren und denken, das ist umsonst. Und den Fahrscheinprüfern fiel das irgendwann mal auf und dann haben die von selbst dort schwerpunktartig kontrolliert. Okay, sehen Sie den Menschen an, dass sie schwarz fahren? Bei manchen sieht man es an, ja, die werden richtig nervös im Fahrzeug und zappeln hin und her. Viele machen es professionell, die denken sich einmal im Monat 60 €, ist vielleicht Geld gespart. Und es gibt dann auch solche, die sich ganz ruhig reinsetzen, die schon öfters geschrieben haben, denen das eigentlich egal ist. Welche Folgen hat das Schwarzfahren? Also es ist so, dass man in erster Linie 60 € bezahlen muss. Bei 3-mal Schwarzfahren, egal ob man die 60 € dann bezahlt hat oder nicht, gibt es eine Anzeige wegen Beförderungserschleichung. Also Schwarzfahren darf man politisch nicht sagen, ja, ist ein gefährlicher Ausdruck. Aber wegen Beförderungserschleichung kann man auch ins Gefängnis wandern, wenn man, sagen wir mal, 20 bis 30 Mal schwarz gefahren ist. Gibt es den einen oder anderen Richter, der findet das nicht mehr lustig und buchtet denjenigen dann ein. Was passiert, wenn man erwischt wird? Ja gut, zuerst, man erhält ein sogenanntes EBE, das ist ein rosa Zettel, das sogenannte erhöhte Beförderungsentgelt. Da steht dann die Bankverbindung drauf und da muss man dann eigentlich seine Überweisung hinmachen. Wenn man jetzt eine persönliche Fahrkarte hat, die man vergessen hat, dann steht da auch drauf, zu uns kommen, vorzeigen, dann reduziert sich das auf ein Bearbeitungsentgelt. Also nicht Strafe, sondern es ist einfach nur Bearbeitungsgebühr von 7 € und dann ist das Thema auch erledigt. Wir hatten die Möglichkeit, einen Ladendieb zu befragen, der uns von seinen persönlichen Erfahrungen berichtet hat. Warum klaut man? Also ich denke, es gibt 2 Gründe, warum man klaut. Der erste Grund ist einfach, man hat kein Geld dabei und man denkt sich halt so, ja komm, kann dir nicht viel passieren, nimmst halt nur mit. Der andere Grund ist einfach nur, um cool zu sein. Wie finden Sie Klauen? Ja, ich finde, Klauen ist natürlich was Schlechtes, obwohl ich es selber getan habe, aber ich wusste ja auch währenddessen ich es getan habe, wusste ich, dass es nicht gut ist, was ich da gerade tue. Wie reagieren Ihre Angehörige darauf? Ja, also bei mir war es so, meine Mutter, die hat erstmal angefangen zu weinen, als die Polizei bei ihr angerufen hat. Mein Vater, der ist da ziemlich wütend geworden, ist total ausgerastet und ja. Wie wurden Sie erwischt? Ja, also bei mir war das so, dass Ich hab den alten Trick anwenden wollen, dass ich ein paar Sachen mitnehme und ein paar Sachen zahle. Und hat mich aber der Ladendetektiv eine Weile lang beobachtet und hat dann der Verkäuferin Bescheid gesagt, die mich dann darauf angesprochen hat. Ich musste dann meinen Rucksack aufmachen und da waren dann die Sachen drin. Und dann habe ich gesagt, ich zahle die Sachen noch, da hat sie dann aber nicht drauf reagiert und ja, und dann musste ich halt mit ins Büro gehen von dem Ladendetektiv und dann kam es halt zu einer Anzeige. Zum juristischen Standpunkt sehen Sie nun ein Interview mit Herrn Graumann, einem Richter des Ulmer Jugendgerichts. Können Sie Diebstähle in irgendeiner Hinsicht verstehen? Eigentlich nicht, weil sie ja strafbar sind, deswegen
kommen sie dann auch immer zu uns. Aber es gibt sicherlich Situationen, wo dann es auch verständlicher ist, wenn einer klaut, als wenn einer nur klaut, um sich zu bereichern oder andere Dinge sich zu finanzieren, die er sich ansonsten nicht leisten könnte. Und haben Sie selbst schon mal geklaut oder würden Sie beklaut? Ich habe einmal geklaut, das kann ich mich nur erinnern. Da war ich weiß nicht wie alt, 13, 12, 14, aber ist auf jeden Fall schon verjährt. Da habe ich irgendwann mal eine Kleinigkeit in einem Lebensmittelladen geklaut. Aber was es war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es da mal was gegeben hat. Selbst beklaut worden bin ich, glaube ich, noch nicht. Also außer, dass jetzt meiner Tochter ein Fahrrad geklaut worden ist. Aber sonst kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Oder derjenige war so gut, dass ich es gar nicht gemerkt habe und ich es einfach nur vermisst habe. Ich weiß es nicht. Was sind die Unterschiede der Strafmaßnahmen bei Jugendlichen und Erwachsenen? Die sind sehr gravierend. Beim Jugendlichen ist einfach der Blickwinkel darauf gerichtet, dass man schaut, wie kann man den Jugendlichen erzieherisch irgendwie so erreichen, dass das, was da passiert ist, zukünftig nicht mehr passiert. Also da ist sehr dieser individuelle erzieherische Gedanke das Maß, wie in dem Verfahren dann reagiert wird. Danke fürs Zuschauen. Schalten Sie uns wieder ein. Dann danke ich Ihnen recht herzlich für Ihre Antworten und noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ja. Schönen Tag noch. Ja. Und tschüss. Tschüss.